Herzlich willkommen zu Audio Experts von Quadral. Mein Name ist Sascha Reckert und heute erkläre ich euch den Begriff Frequenzgang. Bei einem Lautsprecher sollten möglichst alle Frequenzen mit der gleichen Lautstärke wiedergegeben werden. Das ist eine der wichtigsten Grundlagen dafür, dass vom Tonstudio bis in das heimische Wohnzimmer der Klang der gleiche ist. Aus verschiedenen Gründen kann man sich dabei nicht auf die technischen Daten der Hersteller verlassen. Diese sind lediglich Anhaltspunkte. Zum einen, weil viele Hersteller unterschiedliche Darstellungen wählen. Zum anderen, weil ein Lautsprecher, der messtechnisch perfekt ist, sich zu Hause plötzlich ganz anders verhält. Das ist so, weil in der Entwicklung der Raum messtechnisch ausgeblendet wird, wie zum Beispiel in einem sogenannten schalltoten Raum. Sobald der Lautsprecher in einem realen Raum steht, spielen plötzlich die Reflexionen und Nachhall eine bedeutende Rolle. Selbst ein absoluter High-End-Lautsprecher kann unter normalen Bedingungen geradezu grausig spielen. Daraus folgt, dass das Wichtigste am Frequenzgang die Übertragung in den Hörraum ist. Wir bei Quadral messen daher alle Lautsprecher auch unter normalen Wohnraumbedingungen, damit der Lautsprecher nicht nur im Labor perfekt ist, sondern auch bei euch zu Hause optimal klingen kann. Trotzdem wird es gerade im Bassbereich erhebliche Abweichungen vom Original geben, sodass es unumgänglich ist, mit der Aufstellung der Lautsprecher zu experimentieren und sie bestenfalls sogar einzumessen. Wollt ihr noch mehr über dieses Thema erfahren, dann schreibt uns eure Fragen in die Kommentare.